Wenn wir über Datentypen reden, dann haben wir ganz viel mit Zahlen erstmal zu tun. Also Sie haben jetzt hauptsächlich mit Zahlen zu tun. Und dann hatten wir ja gesehen, da gibt es die ganzen Zahlen und dann namentlich die Typen Byte, Short, Int und Long. Die hatte ich ja schon mal vorgestellt, ganz kurz. Ganze Zahlen, also negative Zahlen, positive Zahlen, aber nicht gebrochen. Und der jeweilige Speicherbedarf, der da zur Verfügung steht oder der verwendet wird, sind dann halt 8, 16, 32 oder 64 Bit. Wenn man sich das Beispiel Byte mal anschaut, dann sieht man mit 8 Bit könnte man jetzt 2 hoch 8 verschiedene Zustände ausdrücken. Das wären 256 unterschiedliche Zahlen. Da wir aber auch den negativen Bereich mit abdecken müssen, halbiert sich das im Prinzip, sodass der darstellbare Bereich bei Byte hier in der Größenordnung von, also nicht in der Größenordnung, sondern genau bei minus 2 hoch 7 bis 2 hoch 7 minus 1 liegt. Wer kann mir sagen, warum da minus 1 steht bei der positiven Seite? Ja? Genau, weil es die 0 ja auch irgendwie geben muss. Ja, die 0 ist halt eine der Zahlen, die wir darstellen müssen, also im negativen Bereich 128, im positiven Bereich 127 plus die 0 macht 256. Bei Short sind das dann entsprechend, ich denke, das haben Sie sich jetzt schon überlegt, wie diese Bildungsvorschrift dann ist, 2 hoch 15, bei Int haben wir minus 2 hoch 31 bis 2 hoch 31 minus 1. Wer kann mir sagen, wie viel das in Dezimal ist? 2 hoch 32? Hoch 32 sind so 4 Milliarden. Sie kennen das vielleicht, es gab mal eine Betriebssystembeschränkung auf 4 GB RAM. So bis vor ein paar Jahren. Dass die Betriebssysteme nur 4 GB RAM adressieren konnten, das lag daran, dass der Adressbus nur 32 Bit breit war. Ja, also so hängen die Dinge miteinander zusammen. Wir sind hier also im Bereich größenordnungsmäßig bei rund minus 10 hoch 9 bis 10 hoch 9. Das gehört natürlich hier hin. Schauen wir uns das jetzt mal an. Wie sieht das aus, wenn unser Finanzminister jetzt großes Glück gehabt, dass er hier falsch war. Wenn unser Finanzminister jetzt seinen Haushalt, den Bundeshaushalt abbilden wollte mit einer Software, könnte er das mit Int tun? Würde das funktionieren? Nein, das würde nicht funktionieren, weil wir ja Schulden im Bereich von hunderte Milliarden bis in den Billionenbereich hinein haben. Wir müssten also negative Zahlen in der Größenordnung minus 10 hoch 12, minus 10 hoch 15 ungefähr abbilden können. Und dafür gibt es Long, das ist also minus 2 hoch 63 bis 2 hoch 63 minus 1. Und da sind wir jetzt so im Bereich von 10 hoch 18. Das heißt, da können wir noch ein paar Jahre Schulden machen und den Bundeshaushalt dann auch mit Java-Programmen abbilden. Da sind wir also noch ein bisschen auf der sicheren Seite. Ich hatte auch in der letzten Vorlesung schon mal gesagt, dass wir im Prinzip Byte und Short nicht benutzen. Das sind so Relikte aus vergangenen Zeiten, als Prozessoren nur 16 Bit breit adressieren konnten oder nur 16 Bit breite Daten im Speicher ablegen konnten. Diese Beschränkungen gibt es heute nicht mehr. Und ich hatte auch schon mal gesagt, dass Hardware im Prinzip nichts kostet. Also der Aufwand, um eine Software, die mit zu kleinen Variablen implementiert wurde, anzupassen, ist viel, viel höher,
als einfach nochmal 128 GB RAM in den Server reinzustecken. Ja, also das ist nicht miteinander zu vergleichen und deswegen werden wir nur die Int- und Long-Werte als Zahlenbereiche verwenden. Jetzt können wir uns so im Dezimalsystem relativ gut Zahlen vorstellen. So minus 2 Milliarden bis plus 2 Milliarden, da hat man so ein ungefähres Gefühl dafür, was das ist. Die tatsächliche Codierung, in denen diese Zahlen im Computer vorliegen, die muss natürlich binär sein. Ja? Also im Dezimalsystem haben wir einfach 10 Finger und im Binärsystem haben wir nur 2 Finger. Und dementsprechend braucht man viel mehr Hände, um seine Zahl darzustellen. Wie das genau funktioniert, wissen Sie seit letzter Woche mit dem Zweierkomplement. Das hat der Professor Grebler Ihnen vorgestellt. Also so mit den Tiefen der einzelnen Bits machen wir uns hier nicht die Finger schmutzig. Sie müssen nur wissen, es steckt das Zweierkomplement dahinter und es sind letzten Endes alles immer Binärzahlen. Die Operationen, die auf solchen Zahlen möglich sind, die kennen Sie im Prinzip auch schon seit der ersten Klasse. Nämlich erstmal prinzipiell die Grundrechenarten. Nehmen wir mal als Beispiel eine Integerzahl, die den Wert 13 hat. Wie nennt man das, was ich da jetzt aufgeschrieben habe, die letzte Zeile? Was ist das jetzt? Nochmal so zur Wiederholung. Das ist eine Deklaration mit Zuweisung. Also wir machen eine Deklaration der Variablen und weisen gleichzeitig den Wert 13 zu. So, dann vereinbaren wir uns mal eine zweite Variable, y, und führen dann eine Berechnung aus. Y ist gleich x durch 3. Welchen Wert hat jetzt y? Ja? Wie bitte? 13 Drittel. Nein, nicht 13 Drittel. Ja? 4. Genau. Wir machen eine Ganzzahldivision. Wenn wir mit ganzen Zahlen zu tun haben, führen wir eine Ganzzahldivision aus. Das heißt, alles, was an gebrochen rationalem Rest wäre, wird abgeschnitten. Also y hat jetzt den Wert 4. Ja? Ganz wichtig, wenn wir zwei ganze Zahlen links und rechts vom Operator stehen haben, egal ob das sich um eine ganzzahlige Variable handelt oder tatsächlich um einen ganzzahligen Wert, der dort hart einkodiert ist, wird immer ganzzahlig dividiert. Also hier fällt sozusagen der Rest einfach weg. Und die zweite wichtige Operation, die wir noch kennen müssen, ist diese. Und hier ist jetzt die Frage, welchen Wert hat jetzt hier y? Ja? Genau, das ist eben genau dieser Rest, der da übrig geblieben ist. Das nennt man den Modulo-Operator. Also der Operator, der eine Ganzzahldivision durchführt und danach den Rest zurückliefert. So, das noch einmal zum Thema ganze Zahlen. Sie werden hauptsächlich Int- und Long-Variable verwenden. Zu den Long-Variablen sage ich nachher gleich mal noch was, wenn wir über gebrochen rationale Zahlen geredet haben. Das ist der zweite große Bereich. Sie haben die bei Professor Grebler wahrscheinlich als sogenannte Gleichkommazahlen kennengelernt. Darstellung im Binärbereich mit Mantisse und Exponent. Das will ich jetzt hier auch gar nicht im Detail vorstellen, sondern Ihnen mal ein bisschen erläutern, wie das im Zusammenhang mit Java zu sehen ist. Da haben wir zwei Typen. Das ist einmal Float. Das sind 32-Bit. Und wir haben Double. Double steht für doppelte Genauigkeit mit 64-Bit.
Wir werden, bis auf ein Beispiel, was ich jetzt hier noch in der Vorlesung bringen werde, immer Double verwenden. Einfach deswegen, weil der Java-Compiler sich mittlerweile so schwierig anstellt, wenn man ihm versucht, eine Float-Variable unterzuhelfen, dass man mit Double einfach besser fährt und die Genauigkeit ist eben höher. Das erkläre ich Ihnen auch gleich noch. Dass wir einfach immer Double verwenden. So, wie sieht das jetzt aus? Float kann einen Wertbereich darstellen, der in der Größenordnung von minus 10 hoch 38 bis 10 hoch 38 liegt und hier von minus 10 hoch 308 bis 10 hoch 308. Also minus 10 hoch 308 bis 10 hoch 308, das sind mehr, das sind größere Zahlen als Anzahl der Atome im Universum. Das hindert uns jetzt aber nicht daran, trotzdem diese Zahlen im Computer darzustellen. Jetzt haben wir ja gerade gesehen, Long bildet ab Zahlen von minus 10 hoch 18 bis 10 hoch 18. Wie kann es denn sein, dass jetzt plötzlich Double mit derselben Informationsmenge, nämlich mit 64 Bit, von minus 10 hoch 308 bis 10 hoch 308 abbilden kann? Haben Sie da eine Idee, woran das liegen könnte? Warum ist das so? Oder was da jetzt vielleicht anders ist? Da muss ja irgendwas anders sein. Also dass Long letzten Endes oder dass 64-Bit auch nur 2 hoch 64 Informationen abbilden können, das ist ja, glaube ich, sofort einsichtig. Warum kriegen wir jetzt trotzdem einen größeren Wertebereich hin? Also was muss sich da geändert haben, wenn wir jetzt plötzlich einen größeren Wertebereich abbilden können? Ja? Ja, bei Long gibt es ja gar keine Nachkommastellen. Also Long hat ja nicht mal Nachkommastellen. Und Double hat einen größeren Wertebereich und dazu noch Nachkommastellen. Wie geht das? Also was muss da anders sein? Irgendeine Idee? Na, wenn wir uns vorstellen, dass wir 2 hoch 64 Zahlen abbilden wollen auf einen Bereich, der wesentlich größer ist, dann kann man sich das vielleicht so vorstellen, wie wenn man einen Projektor hat, vor dem man zum Beispiel einen Finger hält und wenn das an die Wand geworfen wird, wird der Finger wesentlich größer, der da abgebildet wird. Ja, je näher ich an den Projektor rangehe, desto größer wird der Finger auf der Wand. Also wir haben ein kleines Bild oder ein kleines Original und ein großes Bild. Was ist aber mit dem Finger, der an die Wand geworfen wird? Der ist natürlich, der enthält weniger Informationen, dieser Schatten, als das Original. Was also passiert ist, dass in diesem Zahlenstrahl Lücken entstehen. Es gibt einfach Zahlen, die sich mit Double nicht abbilden lassen. Also es fehlen einfach verschiedene Werte in diesem Zahlenbereich. Daran muss man denken, wenn man Double für Berechnungen verwendet. Das heißt, wir haben also nicht alle Zahlen im Bereich von minus 10 hoch 308 bis 10 hoch 308, die wir tatsächlich abbilden können. Die virtuelle Maschine rundet dann intern, die bildet es auf die nächstliegende Zahl ab, die wir haben wollen. Wozu führt das denn vermutlich? Ja? Genau, das führt zu Rechenfehlern. Da gebe ich Ihnen jetzt mal gleich noch ein Beispiel. Wir haben also eine sehr hohe Genauigkeit im Bereich von 0 bis 1. Und je weiter wir uns in Richtung der äußeren Enden unseres Zahlenstrahls bewegen, desto größer werden die Lücken, die zwischen den abbildbaren Zahlen liegen. Und ich will Ihnen einmal ein Beispiel aufschreiben. Das schreibe ich jetzt allerdings mit Float auf, weil da der Effekt noch deutlich stärker ist. Nehmen wir mal an, wir haben ein Float A, das initialisieren wir mit 300,1 F.
Wenn man einen Float-Wert initialisiert, dann muss man immer dieses kleine F dahinter schreiben, damit der Compiler das auch tatsächlich als Float verwendet und nicht implizit ein Double benutzt, beziehungsweise es kann sogar sein, dass der Compiler hier einen Compiler-Fehler liefert, weil er die 300.1 als Double-Wert auffasst und wir das einem Float zuordnen wollen und er dann der Ansicht ist, dass wir Genauigkeit verlieren. Ja, also man muss dieses F dazu schreiben, wenn man einen expliziten Wert anlegen will. So, ich vereinbare mal hier ein paar Zahlen. Die wollen wir nachher miteinander multiplizieren und dividieren. So, das müssen 600 sein. So, wenn wir jetzt A und B miteinander multiplizieren, da kommt eine Zahl in der Größenordnung von 120.000 raus. Und wenn wir C und D miteinander multiplizieren, kommt auch eine Zahl in der Größenordnung von 120.000 raus. Das weicht ein bisschen ab. So, dann brauchen wir noch eine Zahl E. Die ist 10.0. So, und jetzt führe ich hier mal eine Berechnung aus. Float Y ist gleich B mal, Klammer auf, A mal B plus E minus C mal D. Das Ganze mal D plus A minus C durch E mal E. So. Wir schreiben mal drauf, mal dran, was hier rauskommen müsste. Also, wir haben das hier ist 120.070,01. Das hier ist 10 und das hier ist 120.080,01. Das heißt, die Klammer müsste zusammen welchen Wert ergeben? Ja, 0. Das heißt, das mal B und das mal D vorne und hinten entfallen. So, A minus C, 300.1 minus 200.1 gibt 100. E mal I gibt auch 100. Das heißt, 100 durch 100 gibt 1. Das heißt, Y müsste eigentlich den Wert 1 haben. Nach dieser Berechnung. Tatsächlich hat Y aber den Wert 1876,7812. Und das hängt damit zusammen, dass in der Klammer der Wert 0,0078125 errechnet wird. Das liegt eben an der Rechenungenauigkeit oder an der Ungenauigkeit des Zahlenstrahlens bei den Gleitkommazahlen. Ja? Also in der Klammer wird nicht 0 berechnet, sondern es wird diese Zahl hier berechnet. Und dann wirkt sich natürlich die Multiplikation mit B und D enorm aus plötzlich wieder. Ja? Also wir kommen hier nicht auf 1, sondern auf 1876. Das können Sie sich ja mal zu Hause programmieren und können sich das mal angucken, dass es tatsächlich so ist. Was heißt denn das jetzt aber für unseren Bundeshaushalt? Was passiert denn, wenn wir unseren Bundeshaushalt jetzt mit Gleitkommazahlen berechnen? Also die Zahlen sind ja jetzt nicht besonders ungewöhnlich. 300,10 €, das kann man schon mal irgendwo als Posten stehen haben. Was bedeutet das, wenn wir mit Währungen rechnen? Naja, es geht nicht.
Man kann oder man darf finanzmathematische Berechnungen nicht mit Gleitkommazahlen machen. Weil die Zahlen in der Finanzmathematik so groß werden, dass die Fehler entsprechend auch wachsen. Das heißt, was machen wir für Werbungen? Machen Sie mal einen Vorschlag? Ja? Genau, wir nehmen ganzzahlige Werte und wie bilden wir die Nachkommastellen ab? Ja? Ja? Und was machen wir mit den Nachkommastellen? 18,66 Euro. Ja? Ja, dann können wir aber nicht mehr gut rechnen. Also ja, die Idee ist erstmal sinnvoll, aber dann müssen wir immer die Übertragsberechnung explizit machen. Also dann müssen wir ja sozusagen die Nachkommastellen berechnen, müssen gucken, gab es einen Übertrag und den gegebenenfalls auf die Stellen vor dem Komma draufrechnen. Ja? Wie bitte? Statt 18,60 Euro halt 1,68. Genau, das macht man. Also wenn ich jetzt 18,66 Euro habe, dann mache ich daraus einen Longwert. Der ist dann 186.660. In der Finanzmathematik wird mit 4 genauen Stellen am Komma gerechnet. Und damit lässt sich problemlos ohne Genauigkeitsverlust rechnen. Und man muss halt nur, wenn man den Kontoauszug druckt, dann immer durch 10.000 teilen. Ja, ansonsten kriegt man Ärger mit seinen Kunden, die sich dann plötzlich wundern, warum das Konto doch nicht so voll ist. Ja, also wenn Sie mit Währung mal in Ihrem Berufsleben zu tun haben, kommen Sie bloß nicht auf die Idee, Double zu nehmen. Kommen in Teufelsküche. Gut, dieselben Operationen, wie es bei ganzen Zahlen gibt, die gibt es natürlich auch bei gebrochen rationalen Zahlen. Da will ich jetzt auch mal noch ein paar Beispiele aufschreiben. So, wir vereinbaren uns mal ein paar Double-Werte. Die schreibt man eben einfach so auf. Man kann jetzt bei der 1 auch das Punkt 0 weglassen. Das würde jetzt in dem Fall trotzdem funktionieren. Es empfiehlt sich aber, sich das anzugewöhnen, diesen Punkt immer mitzuschreiben, diesen Dezimalpunkt und die Null, weil wir gleich einen Fall sehen werden, wo es schief geht, wenn man es nicht aufschreibt. Also gewöhnen Sie sich an, wenn Sie Double-Werte aufschreiben, immer Punkt Null, auch wenn es erstmal initial eine ganze Zahl ist. Ja, auch 0.0 oder sowas. Also der Punkt gehört einfach dazu. Man kann natürlich auch ganz normal negative Zahlen aufschreiben. Denken Sie dran, wir haben hier einen Dezimalpunkt im Programmcode. Im Programmablauf kann es aber sein, dass entsprechend der Lokalisierung des Computers, auf dem das Programm ausgeführt wird, ein Dezimalkomma eingegeben werden muss. Ja, das werden einige von Ihnen jetzt bei den Übungsaufgaben vielleicht bemerkt haben, dass Sie eine Eingabe nicht mit einem Dezimalpunkt machen konnten, sondern ein Dezimalkomma eingeben mussten. Im Quellcode ist es aber immer ein Punkt. So, dann machen wir mal noch eine. Jetzt kann man wie beim Float hier auch explizit ein kleines D dahinter schreiben. Damit wird es eine Double-Zahl. Das ist an der Stelle jetzt aber überflüssig. Und beim Float, das hatte ich ja schon mal gesagt, kann man auch noch sowas schreiben. Oder muss man es sogar? Also das F ist verpflichtend, das D ist optional. So, jetzt schauen wir uns das einmal an, was hier passiert beim Rechnen. Double D ist gleich 13,0 und dann machen wir uns noch ein Y. Jetzt sagen wir, y ist gleich d durch 3.
Welchen Wert hat jetzt Y? Was liegt jetzt nahe? Also wer vorhin gesagt hat, 13 Drittel liegt jetzt richtig. Ja, also das ist jetzt 4,333 und so weiter. In der tatsächlichen Darstellung lässt sich so eine periodische Zahl natürlich nicht darstellen, sondern es wird in der letzten Stelle der Mantisse dann gerundet. Also wir haben immer irgendwas, was der Darstellungsform 1 durch 2 hoch x folgt. Ja? Also das, daraus wird ja die Mantisse zusammengebaut, erinnern Sie sich dran, dass wir immer aus solchen Gliedern die Mantisse zusammenbauen. Das heißt, es muss irgendwas sein, was eine Summe von reziproken Zweierpotenzen ist. Also auch da wird jetzt schon wieder gerundet bei der Division. Das kriegt jetzt die virtuelle Maschine aber relativ gut hin. Solange wir uns in so kleinen Zahlenbereichen bewegen. So, und jetzt schauen wir uns mal an. Wir haben jetzt ein Double Y. Was kommt raus, wenn ich das jetzt rechne? Welchen Wert hat jetzt Y? Würde jetzt ja naheliegen anzunehmen, dass es auch 4,3 wäre, ist aber nicht, sondern der ist jetzt 4,0 der Wert. Warum? Weil ich mit Double gerechnet habe. Genau, weil wir nicht mit Double gerechnet haben, sondern Sie erinnern sich, ich hatte mal gesagt, es wird zuerst die rechte Seite ausgewertet und dann wird nach links zugewiesen. Und auf der rechten Seite findet die Laufzeitumgebung nun mal keine Double-Zahlen, sondern nur Ganzzahlen. Deswegen macht die da auch eine Ganzzahldivision. Und an der Stelle ist das eben, wo ich sagte, hier kommt man möglicherweise in Schwierigkeiten, wenn man den Dezimalpunkt nicht dazu schreibt. Denn jetzt haben wir wieder die korrekte Ausgabe. 4,33. Ja, also wenn Sie gebrochen rational dividieren wollen, dann muss einer der beiden Operanden auch tatsächlich eine gebrochen rationale Zahl sein. Das können Sie erzwingen, indem Sie einen Punkt 0 dahinter schreiben oder indem Sie explizit auf Double casten. Was ein Typcast ist, sage ich jetzt gleich noch. Aber der Compiler guckt nie nach links, welcher Typ soll rauskommen, sondern der guckt, welcher Typ kommt auf der rechten Seite raus und passt ja zu dem, was links steht. Was hier passiert ist in dieser Zeile, diese Ganzzahldivision 13 durch 3, da ist eine sogenannte implizite Typumwandlung passiert. Der Compiler hat nämlich festgestellt, auf der rechten Seite steht was Ganzzahliges. Die Variable ist aber gebrochen rational. Und weil es bei dieser Zuweisung aber keinen Informationsverlust gibt, ist die zulässig. Ich darf also die 4 nach links zuweisen. Das nennt man implizite Typumwandlung. Ich schreibe das hier nochmal auf. Wir haben ein Double D ist gleich, sagen wir mal, 42,0. Oder, wir machen es mal anders, ich schreibe das nochmal weg. Tatsächlich ist der Wert von D jetzt aber so. Das liegt jetzt daran, dass wir hier in der Zeile den Typ explizit angegeben haben, dass also bei der Deklaration der Typ davor steht. Das heißt, in D steht jetzt wirklich eine 42,0 drin und nicht eine 42 ganzzahlig, weil das einfach nicht geht. Weil Sie ja gelernt haben, dass die Kodierung eine Ganzzahl in Zweierkomplement ist und einer gebrochen rationalen Zahl mit Exponentmatisse. Und wenn die Speicherzelle eine gebrochen rationale Zahl ist, dann muss es auch in der Kodierung abgespeichert werden. Und das tut die Laufzeitumgebung dann auch. Deswegen ist das tatsächlich eine 42,0. So, wenn ich jetzt sage, int x ist gleich d,
Was bedeutet das? Ach, jetzt habe ich auch hier, jetzt erzähle ich Ihnen das Falsche. Entschuldigung, ich habe falsch angefangen. Wir müssen einmal andersrum anfangen. Also, wir haben ein int x, das ist 42. Und wir haben ein double d. Dem machen wir jetzt die Zuweisung x. Und das ist halt möglich. Jetzt nimmt d den Wert 42,0 an. Weil es keinen Informationsverlust gibt bei der Zuweisung nach links. Ja? Also ich kann in Double eine 42 darstellen und deswegen kann ich auch die Zuweisung nach links machen. Das ist zulässig. Wir haben aber tatsächlich unterschiedliche Kodierungen. Also wir haben das x im Zweierkomplement und das d als Gleitkommazahl. Da passiert also auch tatsächlich eine Umwandlung. Ob das im Betriebssystem gemacht wird oder in der Laufzeitumgebung, sei jetzt mal dahingestellt. Das ist jetzt zulässig. Der andere Fall, den ich gerade oben drüber geschrieben habe, den ich jetzt nochmal aufschreibe. Wir haben also ein d mit dem Wert 42. Und wir haben jetzt ein int x, dem wir das d zuweisen wollen. Das schlägt jetzt fehl. Das ist nicht zulässig. Weil der Compiler, der sagt, Moment mal, du hast auf der rechten Seite ein Double stehen, da gibt es Nachkommastellen und wenn ich die Zuweisung gestatten würde, dann würden hier potenziell Informationen verloren gehen, nämlich die Nachkommastellen. Ja? In unserem Beispiel ist das jetzt für uns sofort ersichtlich, dass da eine 42 drin ist und dass es auch erlaubt wäre, aber der Compiler macht keine semantische Prüfung unseres Programms. Der sagt einfach nur nach einem Regelsystem, was dort hinterlegt ist, ist zulässig oder ist nicht zulässig und die Typen sind nicht kompatibel und deswegen wird das nicht durchgeführt. Wenn wir das aber trotzdem machen wollen, wenn Sie also sagen, ja lass mich doch in Ruhe, ich weiß ganz genau, da liegt eine 42 drin und nicht eine 42,3, dann können Sie eine sogenannte explizite Typumwandlung machen. Und da würde man jetzt schreiben int y. Und dann schreibt man in Klammern int davor und dann den Wert, den man umwandeln will. Und das nennt sich ein Typcast. Ja, dann sagen wir dem Compiler, egal was du annimmst oder welcher Meinung du bist, ich bin der Meinung, mit einem Typcast, das ist jetzt eine ganze Zahl, das ist jetzt ein Int und du nimmst das so hin, wie ich das will und weist das zu. Also mit einem Typcast können wir immer erzwingen, dass der Compiler inkompatible Typen in so einer Zuweisung zulässt. Das kann jetzt zur Laufzeit immer noch schief gehen. In unserem speziellen Fall nicht, aber wenn wir jetzt zum Beispiel schreiben würden, wir hätten auf der linken Seite eine Zahl und auf der rechten Seite eine Zeichenkette und würden diese Zeichenkette explizit auf eine Zahl casten wollen, dann knallt es zur Laufzeit, weil dann zur Laufzeit diese Typumwandlung nicht durchgeführt werden kann. Bei dem, was ich jetzt hier aufgeschrieben habe mit dem Typcast auf int, werden einfach die Nachkommastellen abgeschnitten und die Zuweisung wird gemacht. Ja? Also die Typen müssen zumindest in einem gewissen Rahmen kompatibel sein, wenn ich einen Typcast machen möchte. Das werden wir dann bei der objektorientierten Programmierung noch sehen, welche Regeln dafür gelten, dass das möglich ist. So, jetzt gibt es natürlich nicht nur Grundrechenarten, das wissen Sie ja. Und deswegen gibt es eine Klasse, die nennt sich Math. Die wird mitgeliefert in der Java API, also im Java Software Development Kit. Ich meine, die liegt im Paket java.util. Und das ist eine Klasse, die fast ausschließlich statische Methoden enthält, um diverse Berechnungen
durchzuführen. Also wenn man beispielsweise sowas machen möchte, ich habe ein Double X. Danke. Das sei jetzt 4.0. Und dann habe ich noch ein Y. Das sei 2.0. Und jetzt möchte ich rechnen x hoch y, dann geht das so. Double z ist gleich math, ja, math, Punkt pow für power x, y. Diese Verwendung kennen Sie auch von der Klasse System. Bei System.out.println, da wird auch der Name der Klasse davor geschrieben. Das ist jetzt so ein zweiter Fall, den Sie jetzt schon kennen müssen. Schauen Sie sich in der Java-API mal an, was die Klasse Math alles kann, welche Methoden es da drin gibt. Die werden alle auf diese Weise verwendet. Wenn wir jetzt zum Beispiel sowas schreiben, wie Double SQ ist gleich math.sqrt von x, dann berechnet das die Quadratwurzel von x, für square root steht das. Ja, also es gibt eine ganze Menge von Methoden in dieser Klasse Math, mit der mathematische Berechnungen durchgeführt werden können. Minimum, Maximum, absoluter Betrag. Sinus, Tangens, Cosinus, die ganzen Winkelfunktionen. All diese Sachen finden Sie in der Klasse Math und die Verwendung ist relativ selbsterklärend. Man schreibt einfach den Klassennamen, Punkt, Name der Methode und dahinter den Parameter der Operation, die man durchführen will. Also schauen Sie sich diese Klasse mal an, im nächsten Übungsblatt brauchen Sie die auch. Oder in diesem schon. War im aktuellen Übungsblatt was mit quadratischen Gleichungen dabei? Nein, na dann ist es in dem da. Okay. Gut, dann kommen wir zum nächsten wichtigen Datentyp. Das sind Zeichenketten. Die kennen Sie auch schon. Wir haben auch schon Zeichenketten, beziehungsweise sogenannte Strings, verwendet. Haben die auch schon zum Teil zusammengefügt und wollen jetzt einfach noch mal schauen, was es da so für Möglichkeiten gibt. Ja, also das hier kennen Sie jetzt schon, dass man sowas machen kann. Die String-Name ist gleich Anführungszeichen Meier. Ja, also wenn ich im Quelltext direkt eine Zeichenkette hinterlegen möchte, macht man das so. Später in Software Engineering werden Sie noch lernen, dass es eine extrem schlechte Idee ist, Zeichenketten in Quellcode zu hinterlegen. Man verwendet dafür sogenannte Resource Bundles, unter anderem damit man späteren Aufwand zur Internationalisierung der Software zum Beispiel sparen kann. Da muss man nämlich nur noch ein Englisch-Paket dazulegen und das Programm sorgt dann selbst dafür, dass es die korrekten Zeichenketten zieht. Ja, aber für unsere Zwecke ist es vollkommen okay, wenn wir im Quellcode jetzt diese Zeichenketten direkt reinschreiben. So, dann könnte man jetzt noch sowas machen. Wer weiß, was dieses Backslash N da hinten bedeutet? Ja? Genau, das ist ein Zeilenumbruch. Man kann also einen expliziten Zeilenumbruch in eine Zeichenkette einbauen, indem man Backslash N schreibt. Das heißt New Line, also neue Zeile. Von der mechanischen Schreibmaschine. Ja, da gab es immer diesen Zeilenumbruch und dann musste man noch diesen Hebel ziehen für den Wagenrücklauf. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal eine mechanische Schreibmaschine gesehen haben. Java braucht für den Zeilenumbruch nur das Backslash N. In Windows zum Beispiel ist es so, wenn Sie schon mal eine unter Linux oder Unix
Betriebssystem erstellte Textdatei im Editor, im Notepad geöffnet haben, haben sie gesehen, dass alles in einer Zeile steht. Weil Windows als Zeilenumbruchzeichen ein Backslash N, Backslash R erwartet. Dieses R steht für Carriage Return, für den Wagenrücklauf. Also dort wird ein Zeilenumbruch durch neue Zeile und Wagenrücklauf gemacht. Also wenn Sie einen Windows-Rechner haben, haben Sie im Prinzip eine mechanische Schreibmaschine. Ja? Dann gibt es bei Zeichenketten noch den Plus-Operator, den kennen Sie schon. Man kann also sowas machen wie Alpha plus Romeo. Da kommt dann eben raus Alpha Romeo. Ja, also Zeichenketten lassen sich mit dem Plus-Operator miteinander verknüpfen, aneinander hängen. Sie können auch Zahlen an Zeichenketten anhängen. Aufpassen muss man nur auf sowas. Wenn man zum Beispiel sowas macht. Hallo plus 3 plus 7, dann kommt da nicht etwa raus Hallo 37, sondern da kommt raus Hallo 10. Ja, also wenn dann so eine arithmetische Operation möglich ist, dann wird die auch ausgeführt. So. Also, die Plus-Operation auf Zeichenketten verknüpft. Sie haben eine Frage? Ja, was wäre denn, wenn man Plus, Leerzeichen, Plus im Schreibtisch wäre? Ich bin nicht ganz sicher, was Sie meinen. Meinen Sie sowas? Das? Das ist ein Syntaxfehler. Weil der Plus-Operator zwei Operanden braucht. Also Sie könnten jetzt sowas schreiben hier. Das würde gehen. Dann käme ein Leerzeichen dazwischen. Ja? Ja? Wenn man jetzt einen 3 auf den 7 in diesem Anführungszeichen stellt, dann wird Hallo 37. Dann wird Hallo 37 rauskommen, ja. Was Sie auch machen können, gut, dann machen wir jetzt mal ein paar Beispiele. Sie können es auch so machen. Und dann zwei Leerzeichen direkt aufeinander folgend. Das ist eine Zeichenkette der Länge 0. Dann kommt auch Hallo 37 raus. Ja, also eine leere Zeichenkette dazwischen setzen, dann wird zuerst die linke Verkettungsoperation durchgeführt, da ist Hallo 3 und dann wird die leere Zeichenkette angekettet und dann die 7 hinten dran gehängt. Aber das werden Sie alles noch sehen, was es da für schöne Effekte gibt. In den Übungsaufgaben sind da genügend Beispiele drin, was da so alles schief gehen kann. Eine wichtige Operation bei Variablen sind ja immer noch Vergleiche. Das geht bei Zeichenketten ein bisschen anders, als Sie das von Zahlen kennen. Der Gleich-Gleich-Operator liefert ja für zwei Zahlen entweder true oder false zurück. Das tut er für zwei Zeichenketten auch, aber er prüft nicht, ob die Zeichenketten identisch sind, also ob sie denselben Inhalt haben, sondern er prüft tatsächlich die Identität. Was das bedeutet, erkläre ich Ihnen jetzt gleich. Also ob es sich um dieselbe Instanz handelt. Und ungleich prüft verschiedene Instanz. Sie wissen jetzt noch nicht, was eine Instanz ist. Das erkläre ich Ihnen jetzt. Da werden wir später noch drauf kommen, wenn wir mit Objekten zu tun haben. Aber für diesen Fall müssen Sie das jetzt einmal wissen und hinnehmen. Also wir nehmen mal an, wir haben einen String A, der heißt seltsam. Und ein String B, der heißt auch seltsam. Falls Sie das hier nicht
richtig lesen können, dann müssen sie mir das sagen. Ich schaue nicht immer auf das iPad drauf, ich sehe nicht, was sie sehen. Ich sehe nur, da steht prüft. Das hängt jetzt damit zusammen, dass ich auf der Rückseite dessen schreibe, wo ich vorher drauf geschrieben habe. Und da kann es jetzt sein, dass diese Dots auf dem Papier einfach ein bisschen verschoben sind und dadurch der Stift nicht mehr genau das Muster auf dem Papier erkennen kann. Wenn das besonders schlimm sein werden sollte, schreibe ich nur noch auf die Vorderseite. Ja, also müssen wir jetzt einfach mal beobachten. Da ich jetzt aber auch auf die Rückseite des Papiers schreibe, kann das manchmal passieren. Ich habe lange gebraucht, um herauszufinden, woran das liegt. So, dann haben Sie ja schon mal gesehen, dass man einen Scanner mit diesem Schlüsselwort new anlegen kann. Das geht mit einem String auch, weil Strings nämlich keine primitiven Datentypen sind, sondern dass tatsächlich Objekt ein Objekttyp ist, also Objekte sind. Und ich greife da jetzt mal ein bisschen vor. Wenn wir es jetzt hier mit Zahlen zu tun hätten, dann hätten wir jetzt 4 verschiedene Speicherzellen, in denen überall dasselbe drin stehen würde. Bei Strings ist das jetzt ein bisschen anders. Wir würden jetzt vermuten, dass A und B 2 verschiedene Variable sind, also 2 verschiedene Kisten, in denen derselbe Wert drin steht. Das ist aber nur bedingt so, das hängt damit zusammen, dass Strings immutable sind, die sind unveränderlich. Wenn wir also an einen String was dranketten und das wieder in dieselbe Variable speichern, dann schmeißt die Laufzeitumgebung die ursprüngliche String-Variable weg und reserviert einen neuen Speicherbereich. Das heißt, man kann eine Zeichenkette nicht verändern. Das hängt mit der Speicherorganisation zusammen, weil die Variablen im Speicher direkt hintereinander kommen. Und wenn wir jetzt so eine Zeichenkette verlängern, müsste dann eine sehr komplizierte Operation folgen, die den Speicher wieder aufräumt und verschiebt. Und deswegen werden Zeichenketten in dem Moment, wo sie verändert werden, also Zeichenkettenvariablen, wird das Original gelöscht und eine neue Version im Speicher angelegt, die dann woanders steht. Diese Fähigkeit nutzt die Laufzeitumgebung aber auch zur Optimierung. Was jetzt nämlich passiert ist, die Kiste A zeigt auf irgendwas, wo drin steht seltsam. Und der Name B zeigt auf dieselbe Kiste, solange die denselben Namen enthalten. In dem Moment, wo wir A verändern, würde A auf was anderes zeigen, und B immer noch auf dieses Seltsame. Ja? Dadurch, dass wir C mit New angelegt haben, haben wir gesagt, ich will jetzt aber explizit eine eigene Kiste für C. Also keine Gemeinschaftsbegräbnis, sondern zusammen, getrennt. So, und für D ist es genauso. Das heißt, wir haben 4 Variablen, die alle denselben Wert referenzieren, aber nur 3 Kisten, in denen dieser Wert drinsteht. Und was macht jetzt der Vergleichsoperator? Wenn wir jetzt machen A gleich gleich B, dann kommt daraus true, weil es dieselbe Kiste ist. Ja? Also der Gleich-Gleich-Operator bei Objekten prüft immer darauf, handelt es sich um dieselbe Kiste und nicht handelt es sich um denselben Wert. Und wenn ich jetzt aber mache C gleich gleich D, dann kommt daraus false, weil es eben 2 verschiedene Kisten sind. Was heißt das jetzt in der Konsequenz? Ja? Das ist jetzt das Ende des Satzes, was jetzt gleich kommt. Ja? Also A gleich gleich B liefert true in unserem Beispiel und C gleich gleich D liefert false zurück. Ja? Und wenn ich jetzt aber einen tatsächlichen Vergleich von Zeichenketten machen möchte, dann muss ich das so aufschreiben. Dann muss ich schreiben C Punkt
equals D. Und dann kommt da tatsächlich raus True. Ja, das liefert jetzt True, weil dann zeichenweise exakte Übereinstimmung überprüft wird. Oder ich schreibe sowas wie A. equals seltsam. Würde auch True ergeben. Ja? Also wenn Sie Zeichenkette vergleichen machen wollen, müssen Sie das Schlüsselwort bzw. die Methode equals der Klasse String verwenden. Das können Sie aber von der Syntax her genauso übernehmen, wie ich das jetzt hier aufgeschrieben habe. Also, um Ihre Frage noch zu beantworten, dann würde man sowas machen wie if a. equals anders, dann mach das hier, also a enthält anders und ansonsten mach dann was hier kommt. Ja? Beantwortet das jetzt Ihre Frage dazu, wie man das aufschreibt? Okay. Gut. Soviel zum Vergleichen von Zeichenketten mit Equals. Es gibt noch eine zweite Methode, die heißt Comparto. Die ist noch ein bisschen komplizierter aufzuschreiben, aber mit Equals sind Sie auf der sicheren Seite. So. Ausgabe von Zeichenketten. Das hatten wir ja schon gesehen zum Teil. Ich möchte da auf einen besonderen Aspekt eingehen. Nämlich auf die formatierte Ausgabe. Das kennen Sie schon. Ja? System out println Java. Dieses ln hier, das macht einen Umbruch. Das steht für line. Also da wird Java ausgegeben, danach wird die Zeile umbrochen. So, system.out.print. Java ist ohne Umbruch. Also wenn man erstmal was ausgeben will und dann dahinter vielleicht noch mehr ausgeben will, was man aber erst noch berechnen will, dann nimmt man erstmal nur Print und schreibt dann so nach und nach die Sachen raus. Was könnte man denn stattdessen tun, wenn man sagt, ich will, ja? Okay, genau, man könnte am Ende in Klammern Backslash N schreiben, um dann doch den Umbruch zu erzeugen. Ich wollte eigentlich auf was anderes hinaus. Wenn ich jetzt gesagt habe, man kann mit Print so eine Zeichenkette stückchenweise ausgeben oder vielleicht eine ganze Zeile, die mehrere Informationen enthält. Was kann ich denn stattdessen machen in meinem Programm, wenn ich nicht immer diese Ausgabeoperation schreiben will? Ja? Genau, man speichert es in einen String und kettet nach und nach die weiteren Teile, die da kommen sollen, mit dem Plus-Operator hinten dran und gibt dann am Ende das ganze Ding aus. Ja, ich kann also auch sowas machen. String s ist gleich Hallo. Und dann kann ich sagen, s ist gleich s plus Leerzeichen Welt. Dieser Haken ist ein explizites Leerzeichen. Ja? Also wenn ich sagen will, wenn ich darauf hinweisen will, dass es dieses Leerzeichen geben soll, dann schreibe ich so einen Haken. Das gibt es aber nicht als echtes Zeichen auf der Tastatur. Und dann kann ich sowas machen wie system.out.printS. Und dann wird die Zeichenkette, die ich mir zusammengebaut habe, ausgegeben.
Manchmal ist es auch ganz sinnvoll, wenn man an eine Zeichenkette von was dran kettet. Ja, man könnte jetzt auch sowas schreiben wie Welt plus S. Wenn man eine Zeichenkette nach und nach von hinten nach vorn aufbaut. Es gibt manchmal so Situationen, wo man die Informationen in umgekehrter Reihenfolge bekommt. Ja, das ist so ein Trick, den Sie sich merken können. Man kann natürlich auch Sachen immer vorn anketten, auf diese Weise. Und hinterher ausgeben. Dann wächst das Ding nach vorn. Wenn man die letzte Information zuerst hat, kettet man eben einfach vorn an. So, und dann gibt es noch was Schönes, das nennt sich Printf, das ist formatierte Ausgabe. Ich schreibe das einmal ein Beispiel auf. So, was ist das jetzt? Formatierte Ausgabe? Das, was vor dem Komma steht, das ist ein sogenannter Formatstring. Wie die aufgebaut sind, erkläre ich Ihnen gleich noch. Die Details müssen Sie sich dann mal in der Formatter-Klasse durchlesen. Da gebe ich aber gleich noch einen Hinweis drauf. So, was wird jetzt hier ausgegeben? Wir sagen mit dem Prozent 10, wir wollen etwas ausgeben, was 10 Zeichen lang ist. Das Prozent in so einem Formatstring markiert immer eine Komponente, die wir ausgeben wollen. Also Prozent 10 sagt, wir geben 10 Zeichen aus und das S sagt, wir geben eine Zeichenkette aus. Und für dieses S wird dann das genommen, was als erstes hinterm Komma kommt. Also was geben wir jetzt aus? 10 Zeichen. Eine Zeichenkette, Hallo hat 5 Zeichen, also geben wir erstmal 5 Leerzeichen aus. Und dann Hallo. Dieses Backslash N ist einfach ein Teil der Zeichenkette, die ausgegeben werden soll. Man kann also noch beliebigen Text mit in diesen Formatstring reinschreiben, der dann zwischen die Einzelkomponenten gestreut wird. Das zeige ich auch gleich nochmal. Das heißt, gleichzeitig findet danach noch ein Zeilenumbruch statt, durch dieses Backslash N. Und jetzt kommt die zweite Zeile, da steht im Prinzip dasselbe drin. Es kommt etwas, was 10 Zeichen lang ist, und das ist eine Zeichenkette. Und dafür nimmst du den Parameter, der hinterm Komma steht. So, Welt hat jetzt nur 4 Buchstaben, also geben wir erstmal 6 Leerzeichen aus. Und dann kommt da Welt. Auf diese Weise kann man rechtsbündige Ausgaben erzeugen. Ja? Die Details zu diesen Formatstrings finden Sie in Java Util Formatter. Oder Sie suchen mal nach Java Printf Formatstring Spezifikation oder irgend sowas bei Google. Ich gebe jetzt einmal die allgemeine Form dieses Formatstrings an und gebe dann noch ein Beispiel. Also wir haben immer ein Prozent. Dann kommen Flags. Wenn wir Syntax aufschreiben, also Syntaxregeln, und wir schreiben die in eckige Klammern, dann bedeutet das immer, dieser Teil des Elements, was ich jetzt definiere, ist optional. Der muss da nicht stehen. Es müssen also keine Flags kommen, sie können haben. Dann kommt die Breite. Das war die 10, die wir oben im Beispiel gesehen haben. Dann kommt gegebenenfalls ein Punkt und die Präzision. Sehen wir gleich noch, was das ist. Dann kommt gegebenenfalls die Größe. Da
Damit kann man zum Beispiel festlegen, ob ein Float-Wert als Double ausgegeben werden soll und Double als Float oder sowas in der Art. Oder ein Long als Short ausgegeben werden soll. Und dann kommt der Typ. Der Typ ist nicht optional. In unserem Beispiel hatten wir jetzt das Prozentzeichen, die Breite und den Typ, nämlich Prozent 10s. Ja, wir haben gesagt, mach eine Ausgabe, die 10 Zeichen breit ist, und zwar eine Zeichenkette. So, und jetzt mache ich einmal noch ein etwas ausführlicheres Beispiel. So. System.out.printf. So. Das ist der Formatstring, sieht ganz wild aus. So, man kann in Java immer auf der nächsten Zeile einfach weiterschreiben, ja? Erst wenn das Semikolon kommt, ist die Anweisung zu Ende. Ich erkläre gleich, was das macht. Jetzt schreibe ich mal noch eine Zeile drunter. So, jetzt schauen wir uns mal diesen Formatstring an. Am Anfang steht da in der ersten Zeile %10s. Das heißt, es kommt wieder eine Zeichenkette, die soll 10 Zeichen lang sein. Und dafür nehmen wir das erste, was nach dem Komma kommt. Das ist hier Meier. Das heißt, wir haben wieder 5 Leerzeichen. Dann kommt Meier. Dann kommt das Wort Betrag. Das hat für den Formatstring keine Bedeutung. Das steuert nichts. Das wird einfach mit ausgegeben. Also steht da jetzt hier Betrag. Das sieht jetzt nicht schön aus, aber es geht jetzt nur ums Beispiel. Also alles, was im Formatstring drin steht, aber für den Formatstring keine Bedeutung hat, wird einfach mit ausgegeben. So, dann kommt was. %7.2. Oh, da habe ich was vergessen. Noch ein F dazwischen. Genau, hier fehlt noch ein F. So, was heißt das? Das heißt, es soll 7 Zeichen lang sein. Es soll eine Präzision von 2 haben und das F sagt, es ist eine Gleitkommazahl. Also wir geben insgesamt 7 Zeichen aus. Davon sind 2 Zeichen nach dem Komma. Und wir nehmen jetzt das zweite Element, was in der Klammer steht. Ja, also das S bezieht sich auf das Meier. Das F bezieht sich auf die 35. Und das D, was danach kommt, bezieht sich auf die 22. Also immer wenn beim Auswerten dieses Formatstrings was kommt, was man ausgeben kann, wird
in der Liste, die dahinter kommt, die Komma getrennt ist, das nächste genommen. Ja, es können auch zum Beispiel 10 Gleitkommazahlen hintereinander kommen. Die müssen dann halt alle 10 in Klammern mit Komma getrennt in dieser Liste stehen. So, das heißt, wir wollen 7 Zeichen ausgeben, 2 genaue davon, Gleitkomma, wir nehmen diese 35,4668. Was muss ich jetzt als nächstes schreiben? 7 Zeichen lang und wir haben diese Zahl 35,4668. Was kommt jetzt, was ist das nächste Zeichen, was jetzt ausgegeben wird? Ja? Ein Leerzeichen. Ein Leerzeichen, genau. Was ist das nächste Zeichen? Na, nicht ganz. Okay, ich erkläre es einmal. 35,4668 sind, wenn wir sie mit 2 Nachkommastellen ausgeben, inklusive des Punkts, 5 Zeichen. 35,47 kommt dann nämlich raus. Der rundet also auch bei der Ausgabe. So, und da aber auf 7 Zeichen aufgefüllt werden muss, kommen jetzt erstmal 2 Leerzeichen. Dann kommt diese 35, meiner würde jetzt Komma rausschreiben, 47, gerundet. Und dann ist das F zu Ende. So, und dann kommt nochmal das D, das steht für ganze Zahl, mit 8 Zeichen, die 22, also nochmal 6 Leerzeichen. Und dann kommt die 22. Und dann kommt noch der Zeilenumbruch, das ist dieses Backslash N. Ja? Das ist jetzt die Ausgabe, die hier passieren würde. In der nächsten Zeile sieht das im Prinzip ganz genauso aus. Wir haben 10 Zeichen Zeichenkette. Die Zeichenkette Mai hat aber nur 3 Zeichen, also kommen 7 Leerzeichen. Dann kommt wieder das Wort Betrag, das steht da so drin, das schreiben wir einfach durch. Dann kommt 0,007, wieder auf 7 Zeichen Länge mit 2 genauen Zeichen, hinten wird gerundet, 0,01 und vorn wird aufgefüllt mit 3 Leerzeichen. Und dann kommt die 42, das sieht wieder ganz genauso aus. Und das wäre jetzt die Ausgabe, die mit Hilfe dieses Formatstrings dann erzeugt werden würde. So, ich gebe einmal die Typen an, die für uns wichtig sind. $S ist, %S ist String. %F ist Gleitkomma. %D ist ganze Zahl und %C ist Character. Jetzt werden Sie sagen, über Character haben wir nicht geredet, deswegen machen wir das jetzt. Das ist noch ein primitiver Datentyp, das sind Zeichen. Also, das kann ich zum Beispiel so vereinbaren. Character A ist gleich, oder Character A ist gleich, sagen wir mal, ist gleich D. So, was hier abgelegt wird, ist jetzt so ein 16-Bit Unicode. Das müssten Sie in GDI bei Herrn Professor Grebeler auch schon gehört haben oder diese Woche noch hören, was die ASCII-Tabelle ist und was der Unicode ist. Hatten Sie es schon gehört? Ja. Ja, okay, gut. Wer kann die ASCII-Tabelle noch nicht auswendig? Sehr gut. Entgegen der Aussagen von Professor Grebeler muss man die nicht auswendig lernen. Aber so ein paar Zahlen sollte man kennen. So. Also, wenn ich sowas aufschreibe, dann wird tatsächlich im Speicher eine ganze Zahl erzeugt, also eine Kiste für eine ganze Zahl, und da drin wird der ASCII-Code des Zeichens abgelegt. Deswegen
kann ich sowas machen. Int x ist gleich c. Welchen Wert? Also hier steht dann jetzt, weil das ASCII ist, geht das? Und wenn ich jetzt sage system.out.println x, was wird jetzt ausgegeben? Also rein konzeptionell mal eine Überlegung. Was wird da jetzt ausgegeben? Entschuldigung, ich habe jetzt hier, das müsste A sein, nicht C. Was wird jetzt ausgegeben, wenn ich jetzt X ausgebe? Sie können es auch von der konzeptionellen Idee her sagen, wenn Sie Wert nicht wissen, ja? Wie bitte? Aber Int ist doch eine Zahl. Also X ist doch eine Zahl. Also ja, hier in der Zeile wird jetzt ausgegeben D. Zahlen und Zeichen sind in Java im Prinzip äquivalent. Das heißt, hier wird jetzt ausgegeben 100. Weil das kleine D den ASCII-Code 100 hat. Dezimal. Warum weiß ich das? Weil das kleine A den ASCII-Code 97 hat. Das ist zum Beispiel eine Zahl, die Sie wissen sollten. Der Whitespace hat den ASCII-Code 32. Das große A hat die 65. Ja, also das sind so die 3-4 Zahlen, die Sie wissen sollten. Ja? Wie bitte? Ah ja, das heißt einfach 100. 100. Das ist wieder so ein Artefakt. Das nützt natürlich nichts, wenn man trotzdem nicht lesen kann, was da drunter steht, oder? Also 100. Ich habe es jetzt dreimal gesagt. Ja? Das heißt, wenn Sie ein Zeichen einer ganzen Zahl zuweisen, landet der ASCII-Code in dieser Variablen drin. Damit kann man schöne Spielereien machen, das werden Sie dann auch noch sehen. So, wie kriegt man diesen ganzen Kram jetzt eigentlich in den Computer rein? Wie man rauskriegen, haben wir ja schon gesehen. Dafür gibt es ja die schöne Klasse Scanner. Das haben Sie ja auch schon gemerkt. Bisher haben Sie immer mit NextInt was eingelesen. Es gehört vermutlich nicht viel Vorstellungsvermögen dazu, dass man sagen kann, es gibt auch was, das NextDouble heißt. Ja? Also mit NextDouble liest man den nächsten Double-Wert von der Eingabe. Paarweise gibt es dazu immer noch eine Methode der Klasse Scanner. Die heißt hasNextDouble oder hasNextInt oder hasNextLine. Und die kann zum Beispiel überprüfen, ob es noch eine weitere Eingabe überhaupt gibt. Also die liefert Boolean zurück und die sagt true, wenn noch ein Zeichen oder eine Zeichenkette oder eine Zahl an der Eingabe anliegt, dann kann man das noch einlesen. Und die liefert false zurück, wenn nichts mehr zum Einlesen da ist. Also man kann, bevor man was einliest, immer überprüfen, ob überhaupt was da ist, was man einlesen soll. So, dasselbe gibt es jetzt auch für Zeichenketten. Da gibt es den Befehl next. Der liest die Zeichenkette, also in eine Stringvariable rein, bis zum nächsten Leerzeichen. Und Leerzeichen ist hier zu verstehen als irgendwas, was weiße Fläche macht. Also ein Tab wäre auch als Leerzeichen anzusehen. Man nennt es auch manchmal Whitespace. Also wenn einfach
irgendein Trenner dabei ist, der nicht angezeigt wird. Das ist ein Tab oder ein Leerzeichen oder ein Zeilenumbruch. Auch ein Einsatz. Wie bitte? Ich habe Sie nicht verstanden. Genau, Zeilenumbruch auch, genau. Na, also bis dahin liest die. Und dann gibt es noch Nextline. Das ist die Zeichenkette bis zum Zeilenumbruch. Ja, so kann man Werte verschiedener Typen einlesen. Schauen Sie sich auch die Scanner-Klasse in der Java API mal an. Der Google-Suchstring lautet Java API Scanner. Und gucken Sie, was es dort für Möglichkeiten gibt, Werte in den Computer reinzukriegen und wie das alles funktioniert. So, das war für heute alles von meiner Seite. Die Übungsblätter liegen hier. Die lege ich jetzt nach vorne hin.